Hey Leute, der Nightmare hier. Ja, ihr hättet nicht gedacht, dass ihr dieses Game nochmal seht, stimmt? Denn ich habe herausgefunden, ich habe das Game noch nicht ganz durch. Mir wurde nämlich gesagt, ich habe das Game noch nicht ganz durch. Und deshalb habe ich mich mal erkundigt und ich habe wirklich festgestellt, es gibt drei Enden in dem Game. Ein neutrales, ein gutes und ein schlechtes. Und ich will jetzt mal, ja, einfach mal weiterzocken, weil ich habe das Game noch nicht durch. Und das finde ich, ja, wir sind natürlich hier am Anfang, weil wo sonst, ne, also logisch, zwar alle Fähigkeiten und so habe ich alles noch und ja, logisch und so, nämlich ich muss, bitte da unten bei dem roten Punkt ganz unten, da und bei dem roten Punkt da, da geht es nämlich noch weiter nach rechts, beziehungsweise da auch nach rechts und da geht es auch noch weiter und ja, ja, ich würde mal sagen, da gehen wir jetzt mal hin. Falsch. So, nach unten, rechts, rechts und so weiter und so weiter. Ich habe in der Zwischenzeit auch schön gelevelt und ein paar neue Seelen bekommen, von denen ich euch einige jetzt zeigen könnte, aber nicht mache, weil ich ja so böse bin. Oh, verrecke allesamt. So. Was für eine Fähigkeit habe ich hier? Achso. Ach komm, machen wir die Sache schnell. So. Das war jetzt mal schnell durchgerusht. Okay. Ja, hier bin ich richtig. Und jetzt nach rechts und dann nach unten. Zum Beispiel von dem habe ich die Seele, von denen habe ich die Seele immer noch nicht, die, weil ich die irgendwie nicht geschiss kriege, die zu holen. Ich bin doch hier richtig, oder? Ja, jetzt nach rechts gleich. Leg du nur dein Feuer in der Luft, das kann ich auch. Aber es steht hier keine Sau. Dich habe ich auch schon getötet. Du bist auch tot. Jetzt kommt hier der da. Ja, die Fähigkeit von dem habe ich übrigens auch schon. Natürlich ist das jetzt für euch blind. Ich bin hier mal kurz so durchgelaufen. Deshalb kenne ich mich hier ein bisschen aus. Tot. Tot. Zack, 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 zack. Und tschüss. Was zu? Tschüss. So. La 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 la. Seht ihr diese ganzen Zombie-Puppen-Viecher? Ich habe nämlich keinen Plan, was es mit denen auf sich hat. Da oben heile ich mich. Ja, bin ich ja eigentlich komplett oder nicht. Was ist hier rechts? Ein Boss! Okay, ich wusste, dass es hier einen Boss gibt, aber ich habe ihn noch nicht angezockt. Safe State und los. Was erwartet mich jetzt? Ah, okay, deshalb sind also diese ganzen Viechers. Okay, und was macht jetzt? Da sind Augen. Augen sind immer gut zum Angreifen. Verfolgt er mich oder was macht er jetzt? Ach egal. Laufen wir mal einmal rum. Mal gucken, vielleicht chillt er da unten ja noch rum. Oh, die kann man jetzt angreifen. Cool. Wo ist der denn? Ah, da ist er. Ich muss Boss töten. Fähigkeit! Zack! Ja, das war zum Beispiel eine meiner neuen Fähigkeiten, die richtig reinhämmert. Das ist eine meiner Lieblingsfähigkeiten. Sie nennt sich Red Minotauros. Also halt, roter Minotaurus. Wow! Und gleich nochmal! Zack! Wie es aussieht, dass das Teil mehrere Schadensquellen oder wie es heißt, keine Ahnung. Auf jeden Fall kann ich es an mehreren Stellen treffen. Okay, hauen wir noch ein bisschen drauf und drauf und drauf und fliehen wieder. Kleine Puppenwesen, whatever ihr seid. Und Minotaurus! Wow, das Teil macht mir 15 Schaden. Zack, da hoch. Ich glaube, Minotaurus kann ich nicht mehr einsetzen, oder? Nein. Nicht genau. Oh! Okay.
Muss ich zuerst die Höhlen zerstören oder was? Wie muss ich denn besiegen? Ach, ist doch eigentlich auch egal, solange ich nur irgendwie Schaden mache, oder? Komm zurück, ich bin hier. Sehr gut. Okay. Will kaputt machen. Oh. Okay. Das war einfach. Gut. Eben was nachgucken. Da. 5000 Leben. Seiner sind viele. Sie sind einer. Gut. Ja. Wieso eigentlich nicht? Ja. Und nun. Ein Sarg, den ich runterhaue und weiter. Ach, ich bin zu faul, den anderen Weg zu gehen. Gehen wir erstmal rechts. Oh mein Gott, ganz viele Ripper, ganz viele Ripper. Oh, verreckt. So. Was ist hier jetzt? Noch mehr Ripper. Oh Mann. Ah, oh, ihr geht mir auf den Keks. Wow, ich habe das Schwert eben im Schlag ein Umhang. Ey, ihr geht mir wirklich auf den Keks. Ach, verpisst euch doch. Oh! Gallimorph. Die Orte erkennen, an denen die Zeit angehalten wird. Okay. Keine Ahnung, was das jetzt heißt, aber die Kerle gehen mir immer noch auf den Keks. So. Moment, ich mache mir die Sache einfach. Scheiße, reicht nicht. Hier aber. Aus dem Weg! So. Ah, okay. Falls ihr das gehört habt, mein Download ist gerade abgeschlossen geworden. Abgeschlossen. Was ich mir gedownloadet habe, egal. Und wow, ich habe das Teil gewonnen. Das heißt, hier werde ich mir die Seele von dem Viech holen. Was ist hier weiter rechts? Oh, du schon wieder. Mein bester Freund, der jetzt schon tot ist. Oh, ein Ring. Goldring erhalten, Halleluja. Was kann das Viech? Goldring. Bewirkt, dass die Feinde des Trägers mehr Geld zurücklassen. Okay, dafür, dass das Teil echt meine Werte senkt. Nee. Das ist die Sache definitiv nicht wert. Was ist links? Ein starker Trank. Okay, gut. So, wo muss ich jetzt lang? Ich muss jetzt nach da. Zack, 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 zack. Hier warst du, du Boss, du. Moment, da ich jetzt die Orte erkennen kann, an denen die Zeit angehalten wird. Was ist mit diesem Hasen, der mich damals nicht durchlassen wollte? Ihr wisst, wen ich meine, oder? Oh, nee, nicht noch mehr von denen. Zack, zack. Moment, deine Seele habe ich noch nicht. Wow, ich habe ihn gewonnen, okay? Habe ich jetzt eigentlich nicht erwartet. Gut, Sachen gibt's. Zack. Was? Moment, das war vorhin noch nicht hier. Und was bist du überhaupt? Toll, jetzt habe ich nicht geguckt, wie das Teil heißt. Okay, gleich nochmal. Ah, Alrune Une. Okay, ich will deine Seele haben. Die hole ich mir später. Weil das ist wahrscheinlich der einzige Ort, wo es dich gibt. Denke ich mal, weil ich dich vorher noch nirgendwo gesehen habe. Oh, wow, ein Mini-Feuerball. Wie süß. Attack, 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 attack. Boah, es ist echt gut, um mich hoch zu healen. Habt ihr gesehen? Au, 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 au. Deine Seele habe ich übrigens auch schon. Das ist auch so eine Art Falcon Punch, nur ist es wisst. Nach da. Bam. Hau den Kopf gegen die Wand und dein Intelligenzquotient erhöht sich. Bam, 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 bam. Au. Stirb. Bam, bam, bam. Konnt ausgewichen. Wo lang? Nach ganz rechts, okay.
Triton habe ich übrigens auch schon. Und habt ihr diesen, oh, Waffe. Habt ihr diesen Schein eben gesehen? Moment, ich mach's nochmal. Den da. Habt ihr den gesehen? Ich weiß, was das ist. Das ist nämlich ein Engelsfisch. Das hat eben geleckt, weil jetzt wirklich alle Dateien abgeschlossen sind mit dem Download. So, das ist ein Engelsfisch, oder wie das heißt. Die Fähigkeit vom Engelsfisch weiß ich nicht. Ich weiß aber, wie ich mir das Teil holen kann. Nämlich, ich muss die Fähigkeit... Deine Seele habe ich auch noch nicht. Ich muss die Fähigkeit von diesem Hasen haben. Dann kann ich kurzzeitig die Zeit ein bisschen anhalten. Und dann, ja, muss ich das Teil halt töten. Und ja, dann müsste ich eigentlich beim ersten Versuch direkt seine Seele haben. Und Triton, deine Fähigkeit habe ich übrigens auch schon, die übrigens ziemlich gut ist, weil sie meine Stärke erhöht. Um 16. So, wo lang? Nach da oben. Wusch. Hier in diesem Raum war ich auch schon. Ja, yeah, du willst kämpfen. Ein Erzdämon. Deine Seele habe ich noch nicht. Aber du bist so schwach, was ich seltsam finde, weil du echt cool aussiehst. Zack, bam, bam. So, in diesem Raum war ich auch schon, aber weiter bin ich nicht gegangen. So, ja, mach mir ein bisschen Schaden, wie süß. Und zack, du bist auch tot. Oh. Tot. So, gucken wir, was erwartet uns. Hier war ich nämlich noch nicht. Ein Wasserfall. Ah, das habe ich auf YouTube geguckt, was ich hier machen muss. Ich weiß, was ich machen muss. Und zwar, ich brauche die Fähigkeit... Ach, fuck off. Das dauert mir gerade ein bisschen zu lange. Ich gucke erstmal den Raum. Okay, da ist ein Weg. Bam. Da oben geht's auch lang. Und hier ist ein Item, an was ich nicht rankomme. Okay, gucken wir, was da oben ist. Oh, was zur... Pistole. Okay, setzt zwar voll Angriff runter, aber... Hey, ich habe eine Knarre. Babam, babär. Oh. Bam, bam, bam. Ich gehe mal hinter dich. Hol mir das Teil immer ganz geschickt. Bam, 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 bam. Babam, 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 babam. Ey, eine Knarre ist ja mal saugeil. Aber boah, wie viel Leben hat das Teil denn? Nein. Okay, die Knarre ist zwar geil, aber ich hole mir doch lieber das Teil da. So, jetzt muss ich hinter den Wasserfall. Und das mache ich, indem ich... Moment, halt, ich war da oben links noch nicht. Da geht's nämlich zum geheimen Korridor, oder wie das heißt, das Ding. Auf jeden Fall ist es ein geiler Ort. Oh, was ist hier? Ronniguns Speer. Okay, was ist das denn? Wow, es ist stärker als unser Teil. Ah, aber es ist ein Speer. Ich mag Speere nicht so. Naja, wie wir jetzt da drauf kommen. Eine Seele habe ich zufällig schon aktiv, und zwar Teufel. Da, Triton. Und die andere... Da. Dass ich auf dem Wasser laufen kann. So, und jetzt müsste ich mich hier hinstellen, glaube ich. Oder hier. Und jetzt. Zack, zack, zack. Komm, durch, 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 durch. Ja! So, und was habe ich jetzt hier? Erlesene Rüstung, die garantiert ewig hält. Ja, meine Verteidigung wird aufgestockt. Aber sonst alles einigermaßen runter, aber nur wenig. Dafür Verteidigung hoch. Ich würde sagen, es lohnt sich. Ah, hier. Und jetzt ist hier der verbotene oder geheime oder whatever für ein Korridor. Ja, ich habe mich schon mal erkundigt. Und hier wird auch irgendwo das stärkste Schwert oder so im Spiel sein. Aber das sehen wir erst im nächsten Part. Ich freue mich schon drauf. Haut rein, Leute.